Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Psalm 115, Vers 12, da steht: Der Herr denkt an uns und wird uns segnen. Ist das nicht eine wunderbare Zusage? Er denkt an dich und er will dich segnen. Wie wunderbar ist das doch? Hoffnung um 12. Ja, er denkt an dich und er will dich segnen. Und wir wollen dich heute wieder ermutigen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Welche Mentalität hast du? Wir kennen den ganzen Wachstumsprozess zu einem Schmetterling. Da ist eine Raupe, da wird es zum Kokon und dann wird es ein Schmetterling. Und wir wissen auch, die Raupe, die schaut nach unten, kriecht auf der Erde und ein Schmetterling fliegt durch die Luft und ist von der Erde abgehoben. Ich möchte da ein Wort dazu lesen aus Kolosser 3, Vers 1 und 2. Da heißt es: Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Ganz auf Gottes himmlische Welt ausrichten, wenn wir Christ geworden sind. Und weiter unten heißt es dann: Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Da haben wir wieder den Wachstumsprozess von einem Schmetterling. Nicht mehr Raupe sein, nicht mehr im Dreck rumbuddeln, sondern wirklich sich weiterentwickeln, sich verändern lassen und wirklich aufwärts blicken. Und wir blicken immer so gern in die Vergangenheit und gestalten gerne unsere Zukunft aus der Vergangenheit heraus, aus den Erfahrungen. Ich sag dir, das biblische Prinzip ist: Schau in die Zukunft, was Gott dir verheißen hat, und gestalte aus dem, was du bekommen kannst und bekommen wirst von Jesus, gestalte deine Gegenwart. Und die wird ganz anders aussehen. Wir haben keine gute Vergangenheit. Wir haben Kriege erlebt und wir Gott sei Dank nicht, aber unsere Eltern. Wir haben schon so manches erlebt und da möchte man gerne die Erfahrung, aus der Erfahrung das Leben gestalten. Ich sage dir auch: Regiere nicht aus dem, was war, sondern regiere aus dem, was sein wird. Und das ist das, was du heute anwenden kannst. Richtig praktisch und du wirst ganz anders den Tag erleben. Herr, ich danke dir dafür, dass wir wirklich, wirklich vorwärts gehen dürfen. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir eine neue Mentalität annehmen dürfen, die dir zugewandt. Herr, wo wir wirklich leben, wo wir zu dir blicken und Herr, das glauben, Herr, was uns bevorsteht und uns freuen dürfen. Und Herr, wenn es auch durch manches finstere Tal geht, sehen wir doch das Licht auch am Ende des Tunnels. Danke, Herr. Amen. Amen. Eine verzweifelte Frau schreibt uns ein Gebetsanliegen für ihren Bruder. Mein Bruder, 60 Jahre alt, bekam die Diagnose Zungenkrebs vom HNO-Arzt. Ich will das nicht so hinnehmen und Gott, den Vater, Jesus und den Heiligen Geist bitten um Heilung. Ich habe nur den einen Bruder, der mir übrig blieb aus der Familie. Vater und Mutter sind schon lange tot. Bitte betet für ihn. Ich muss jetzt stark sein und dabei macht es mich so traurig. Danke euch herzlich. Jesus, und wir danken dir für diesen Bruder mit dem Zungenkrebs. Und du hast jeden Krebs besiegt am Kreuz von Golgatha. Und wir danken dir, dass du diesen Krebs heilst, dass diese Krebszellen austrocknen im Namen Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass dein Heilungsstrom durch seine Adern fließt, gerade jetzt, und alles reinigt, was nicht dahin gehört. Danke, Jesus, dass dieser Krebs besiegt ist und dass du eingreifst. Und auch bei dieser lieben Frau, die geschrieben hat, danke, Jesus, dass du ihr ihre Traurigkeit nimmst und dass sie Mut und Zuversicht hat, auf dich zu vertrauen. Wir danken dir einfach für dein Eingreifen. Amen. Amen. Und ich möchte heute für alle beten, die uns geschrieben haben, aber die wir aus Zeitgründen nicht vorlesen konnten. Es sind sehr viele und
aus den ganz unterschiedlichsten Lebensbereichen und die ganz unterschiedlichsten Gebetsanliegen, von Krankheit bis Gerichtsverhandlungen und Versöhnung und was auch immer. Und für all diese möchte ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir, dass du jede einzelne Person kennst, die uns geschrieben hat, um es an dich weiterzuleiten. Und ich danke dir einfach, dass du eingreifst in jede Situation. Du kennst jedes Gebetsanliegen, jede Person. Du kennst jedes Herz. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du eine Lösung hast für jedes Problem. Ob es Krankheit ist oder was immer es auch ist, du hast eine Lösung. Und wir danken dir einfach, dass wir dieses ganze Bündel an Gebetsanliegen dir einfach bringen dürfen. Und dass du Hilfe und Trost bist, dass du eingreifst und dass du eine Lösung hast für jedes einzelne Problem. Und dass du auch jede Person kennst und liebst und dass du jede Person segnest. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Gebetsanliegen. Die Infos sind eingeblendet. Wenn du Hilfe im Gebet brauchst, wir beten gerne für dich. Eine Frau bittet für sich und ihren Sohn um Gebet. Bitte betet für mich. Ich habe einen Bruch in der Wirbelsäule. Und für meinen Sohn, der spielsüchtig und drogensüchtig ist. Gott segne euch. Danke, Herr, dass du diese Wirbelsäule berührst. Ich danke dir dafür, Herr, den Bruch und was da alles mit zusammenhängt. Ich danke dir dafür, Herr, schenke Neues, Herr. Dort, wo kaputt ist, schenkt Neues. Ich danke dir dafür, lass wirklich das Wunder geschehen, dass wieder diese Frau zu Kräften kommt. Und danke, Herr, auch Herr, für die Spielsucht, Herr, des Sohnes. Ich danke dir dafür, Herr. Herr, zeige du ihm, Herr, wo der Weg lang geht, wo wirklich Erfolg ist, wo wirklich Gewinn ist. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Eine Frau bittet um Versöhnung in ihrer Familie. Vor circa 23 Jahren gab es ein Zerwürfnis zwischen mir und meiner Schwester. Seitdem haben wir keinen familiären Kontakt mehr. Bitte betet, dass der Kontakt zwischen unseren Familien wiederhergestellt wird. Danke. Herr, danke, dass du der Herr bist. Herr, du siehst, was da alles vorgefallen ist. Und Herr, schenke auch jedem Beteiligten ein Herz des Vergebens des anderen und nicht des Rechtfertigens. Ich danke dir dafür. Danke, Herr. Danke, Herr, dass Schritt für Schritt, Herr, dass wieder alles in Ordnung kommt und dass die Familie wieder zu einem wunderbaren Zusammenleben und einer wunderbaren Gemeinschaft kommt. Ich danke dir, Herr. Amen. Amen. Auch viele Gebetserhörungen sind wieder bei uns eingegangen und ein Ehepaar teilt uns mit, was ihre Tochter erlebt hat. Ich hatte bei euch angerufen und um Gebet für unsere älteste Tochter gebeten. Sie hatte eine starke Erkältung mit Halsschmerzen. Die Nasennebenhöhlen waren entzündet, ihr Gesicht bis zu den Augen rot geschwollen. Sie ist im 5. Monat schwanger und durfte keine Medikamente nehmen. Gott hat durch die Gebete so mächtig gewirkt, dass in der Nacht die Schwellung zurückging und es ihr am Morgen viel besser ging. Heute geht es ihr so gut. Wie groß und gut ist unser Gott. Danke nochmals für die Gebete. Wie schön. Und von einem Tag auf den anderen ändert sich alles, schreibt eine Frau. Mein Mann erlitt am 19.06.2020 ein schreckliches Schädelhirntrauma. Er war 5 Tage im künstlichen Koma und 7 Tage an der Beatmung. Ich bat euch um Gebetsunterstützung. Er wurde erfolgreich operiert. Nach dem Krankenhausaufenthalt kam er in die Reha und da ging es ihm wochenlang sehr, sehr schlecht. Ich wandte mich noch einmal an euch um Gebet. Der Herr hat eingegriffen und von einem Tag auf den anderen änderte sich alles. Gott hat Großes an ihm getan. Er konnte am 22. September 2020 die Reha-Klinik auf eigenen Beinen und ohne Krücken verlassen. Wir sind dem Herrn dankbar und ich danke auch euch für die Gebete. Ja, Gott erhört Gebet. Und folgende Gebetserhörung hat eine Frau in der Nähe von Stuttgart erlebt.
Sie schreibt: Ganz herzlichen Dank für euren ermutigenden Brief zu meinem Gebetsanliegen. Es hat sich herausgestellt, dass die Diagnose eine Fehldiagnose war. Das Ergebnis: 3 Lendenwirbel mit Fraktur. Ich war auf totale Hilfe angewiesen, brauche aber zwischenzeitlich keine Schmerzmittel mehr. Der Herr schafft wirklich Neues, das darf ich erkennen, und ich vertraue total darauf, dass er es gut machen wird. Nierenschmerzen verschwunden. Mit großer Dankbarkeit möchte ich berichten, dass die Nierenschmerzen mit Blut im Urin nach dem Anruf am nächsten Tag aufhörten. Danke für die Gebete und Gottes Gnade. Und da freuen wir uns mit. Ja, die Freude ist groß, wenn man betet und es passiert gleich. Aber manchmal brauchen wir etwas Geduld. Manchmal brauchen wir auch den Glauben, der nicht nur für das eine Gebet gilt, sondern auch ich bleibe dran. Hast auch du eine Gebetserhörung erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, mein Tipp heute, der Tipp ist ja meistens in Verbindung mit dem Thema, ja, ändere deine Mentalität. Schau nicht mehr immer auf den Boden, immer auf den Schmutz und die großen Hügel, nicht die Raubenmentalität, sondern die Schmetterlingsmentalität. Fröhlich sich erheben über den ganzen Schmutz und wirklich himmelwärts. Nicht nach unten, sondern nach oben. Probier es heute aus. Es ist eine Entscheidung, aber du musst auch anfangen, es auszuprobieren. Viele beten ein Gebet: Herr, hilf mir, dass ich fröhlicher werde. Ja, man muss sich aber auch in Bewegung setzen, fröhlicher zu sein. Tu es. Es wird dir Freude machen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Die Infos sind eingeblendet und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Nächsten Sonntag haben wir was ganz Besonderes. Wir haben Sommerfest. Man darf sich ja wieder näher treffen und wir werden das auch außen haben. Wir haben unseren ganz normalen Gottesdienst um 10 Uhr. Ein bisschen anders gestaltet, aber dann haben wir wirklich außen Sommerfest mit Bratwurst und allem, was dazugehört. Wenn du wirklich vor Ort kommen möchtest zum Sommerfest, zum Feiern, dann geh auf unsere Webseite. Du brauchst ein Ticket, kostenloses Ticket, damit wir dich registrieren. Also registrieren für diesen Tag, was die Auflage ist. Also sei mit dabei. Wenn du nicht kommen kannst, dann schau am 10 Uhr uns auf Livestream oder auch in YouTube. Schön, dass du dabei warst. Wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Bis bald. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.